Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 6 mit Amerika. Wir sind zurück und dabei stehen geblieben, dass wir hier unsere neuen Städte New Jersey und St. Louis ein wenig auf Vordermann gebracht haben, beziehungsweise erobert haben. Und da wollen wir jetzt auch einfach mal weitermachen, denn ich habe mir gedacht, um das Ganze mal ein bisschen interessanter zu machen, werden wir versuchen, diese Folge Kaminka Dniprovska einzunehmen. Ich denke mal, ich habe den Namen komplett falsch ausgesprochen, es ist mir aber egal, weil ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist. Ich hoffe, euch geht es soweit gut, alle gesund, alle wohl genährt. So, jetzt muss ich aber mal eben trotz dessen überlegen. Also, wir werden erstmal unsere Armbrustschützen zu Kanonen upgraden, damit wir da schon mal halbwegs in die Moderne rutschen. Und die machen dann natürlich auch mehr Damage, das ist ja klar. So, ihr bleibt mal da. Und rein theoretisch könnte man dann auch schon den Angriff wagen. Ich warte aber noch ab. Wo ist das Skitenreich denn so hier auf der... Ja, okay, mit uns auf einer Welle. Okay. Okay, Einheit benötigt Befehle. Ja, ihr bleibt einfach mal da und wartet ab. Wir gehen mal ins nächste Ründchen und schauen mal, was so passiert. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Alle gesund, alle wohlgenährt. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist schon recht spät am Abend, seht's mir bitte nach. Ich bin leider schon ein wenig angeschlagen vom Tag, das dürfte ja klar sein. So, die Renaissance endet bald. Welcher Händler, von welchem ist die Rede? Von dem aus New Orleans. Wir machen mal wieder Washington. Von altbewährtes hält nun mal gut. Mit dem Bautrupp können wir da mal eine Mine bauen. Oder eine Baumwollplantage. Das kommt vielleicht besser. Und rein theoretisch könnten wir den Angriff wirklich schon wagen. Sind die mit irgendwem groß verbündet? Wir gucken mal eben. Okay, die sind halt hoch angesehen bei allen, aber wir denunzieren einfach schon mal. Damit wir wenigstens eine halbwegs in Ordnung seiende Rechtfertigung haben. Denn die haben halt noch Bogenschützen, da könnten wir halt easy durchmarschieren, glaube ich. Das dürfte nicht so schwierig werden. Open Borders? Nein, wir tauschen nicht. Unser schöner Tourismus hier. Ah, ich glaube, wir brauchen da gar nichts machen. Die Loyalität zu der Stadt sinkt gerade. Oder der Stadt sinkt gerade. Ich glaube, wir brauchen da nicht mal groß Krieg erklären. Ja, okay. So, Belagerungstaktiken haben wir schon mal erforscht. Dann machen wir jetzt Military Science, also Militärwissenschaften. Und in Charleston bauen wir mal boah, gute Frage. Na, Ancestral Hall. Chicago bauen wir. Was braucht Chicago denn? Chicago braucht Wohnraum. Dann bauen wir mal ein kleines Aquädukt hier hin. Und wir können einen Gouverneur ernennen. Da machen wir auch einfach mal die Diplomatin in Charleston. Ja, oder? Charleston? Charleston, komm. So, das passt. Dann warten wir mal ab, was hier in der Stadt passiert. In 19 Runden haben sie wohl eine Rebellion, so wie es hier steht. Aber eigentlich würde ich ungern 19 Runden abwarten. So, wir sind jetzt auch schon weltweit in der Industrie angekommen. So, da machen wir von Washington aus mal das, was am meisten Nahrung gibt. Oder haben wir in Washington ein Nahrungsproblem? Ein kleines. Charroots Food, New Orleans. Ja, let's go. Make dedication. Every time you complete a trade route, klingt gut. Das machen wir mal. Und dann bilden wir hier direkt mal... nee, wir bilden nicht aus. Wir bauen, und zwar bauen wir einen Siedler. In New Orleans bauen wir eine Uni. Damit wir forschungstechnisch ein bisschen vorankommen. Denn da sind wir knapp hinter dem Kree Empire.
Aber das kriegt man alles bestimmt schnell hin. Auf jeden Fall werde ich mir die nächsten Folgen über auch den einen oder anderen Stadtstaat hier mal krallen. Das wird nämlich auch mal Zeit. So, dann bauen wir hier die Mine. Und da auch eine Mine. Wunderbar. Dann gucken wir mal, wo wir die Stadt überhaupt gründen. Ich würde die ja gerne dort gründen. Weil anderswo geht's halt auch einfach nicht. Dann haben wir mal eine direkte Grenze zu Deutschland. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn wir uns dann im Laufe des LPs noch Hattusa holen, kriegen wir auch eine recht schöne Grenze hin. Machen wir mal nach Charleston wieder, das bringt am meisten. Und ihr baut dort einfach mal eine Weide. So, Baumwolle und Oliven. Nee, aber wir können doch mal hier ein bisschen dran drehen, oder? Vielleicht noch 2 Gold? 3 Gold? Nee, wieso ist es denn jetzt wieder ein unakzeptabler Deal? Geht doch. So. Dafür sind die Bonusressourcen ja schließlich auch da. Wir können auch gleich mal mit Georgien gucken, ob wir da vielleicht nochmal ein paar Bonusressourcen abgeben können. Wir haben 5 Salpeter, ne? Also eigentlich können wir mit Salpeter richtig gut handeln. Nimmt er meine Stimme überhaupt auf? Ja, nimmt er. Perfekt. Wir gucken mal, ob wir uns vielleicht ein bisschen Salpeter verkaufen können, damit wir ein bisschen Kohle machen. Dass wir vielleicht die Armee ein klein wenig auf Vordermann bringen können. Der Tag, an dem wir nichts mehr... Exploration, Wunderbärchen. Dann machen wir mal Humanismus. Neue Regierung, da bleiben wir mal bei der Monarchie. Ihr macht eine Weide. So, wie sieht's denn aus, Georgien? Ich gebe euch ich kann ihn gar nicht Salpeter geben. Ach, das ist aber schade. Ich gebe euch Zitrus und ihr gebt mir Gold. Ich gebe euch auch Baumwolle. Ich gebe euch alles. Für einen ganzen Batzen Gold. Ja, okay. Wie sieht's mit Gold in der Runde aus? Stahl? Ja, okay, dann nicht. Komm. Geh weg. So, St. Louis benötigt dringend Wohnraum. Da kann man gleich mal nachhelfen. Nee, ich handle nicht mit meinen Kulturgegenständen hier. Das sehe ich nicht ein. Da können wir gleich einfach mal gucken, dass wir ein Aquädukt oder... Aber wir können kein Aquädukt bauen. Verdammt. Abgeordneten bzw. Gesandten, wie ich korrigiert wurde, das heißt Gesandter, schicken wir einfach mal nach Jerewan. So, Wunder. Ja, macht immer eure Wunder. Wie sieht's vom Herrschaftssieg aus? Da sind wir nicht stärkste Kraft. Wir sind nirgendwo aktuell stärkste Kraft. Nicht mal in der Forschung. Das ist bedauerlich. Dann bauen wir in Los Angeles mal das Amphitheater. Und in New Jersey... ein Bautrupp, damit wir da mal ein paar Geländefelder machen können. Also ein paar Bauernhöfe. So. Ach, langsam aber sicher wird Zeit, dass wir da einmarschieren. Jetzt wird die Loyalität auch wieder besser. Da marschieren wir gleich mal ein. Sind die vom Herrschaftssieg besser als wir? Nein, noch lange nicht. Wir sind allein technologisch weitaus fortgeschrittener. So, ihr marschiert mal darunter. Washington kann sich jetzt mal darum kümmern, Renaissance-Mauern zu bauen. Und in Charleston wird es langsam eng mit dem Wohnraum. Okay. Dann machen wir hier mal... ja, Mittelalter-Mauern. Und dann packen wir mal den Liang oder die Liang in Los Angeles rein. Und dann erklären wir gleich in der nächsten Folge den Krieg. Denn jetzt würde sich das nicht mehr lohnen, weil die Folge ist schon fast zu Ende. Und ich will euch da jetzt auch nicht so einen Cliffhanger reindrücken. Jetzt seht ihr wieder lauter Moppets vor der Haustür. Fahrt weiter, dankeschön. So. Was hat sie einen am Quad angehört?
So, in zwei Runden haben wir dann auch Linieninfanterie und Kavallerie. Haben wir hier überhaupt leichte... Stimmt, wir haben hier gleich Kavallerie, zwei Stück noch. Perfekt. Aber irgendwer ist schon richtig gut dabei. Gut, Georgien führt den Religionssieg, das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Dann haben sie auch schon eine Kanone aufgestellt, okay. Aber das hat ja an sich nicht groß was zu heißen. So, Produktion in New Orleans, da bauen wir mal einen Rough Rider. Jetzt will mein Monitor sich abschalten. Nein, bitte nicht, danke. Gehen wir ins nächste Ründchen, dann haben wir auch schon wieder ganz gut Gold. Dann werden wir gleich unsere Einheiten hier modernisieren. Und dann werden wir in der nächsten Folge in der Stadt einmarschieren. Das klingt doch nach einem guten Plan, oder was? Ich hoffe nur, dass wir nicht auf den Sack kriegen von denen. Das wäre ganz schön doof. So, Militärwissenschaften. Ihr gründet die Stadt. Jetzt haben wir da zweimal New York. Das ist ja doof. Dann nennen wir die Stadt mal... Wie nennen wir die denn mal? Denver. So, das ist Denver. So, jetzt müssen wir forschen. Da machen wir einfach mal Square Rigging. Also Rasegel müssten das sein. Denver gleich Bauernhöfe, dass die Nahrungsversorgung gewährleistet ist. Perfekt. Ah, jetzt habe ich vergessen, die Einheiten zu modernisieren. Verdammt. Nee, das interessiert mich recht wenig, was Deutschland sagt, weil ich lasse von Deutschland nichts sagen mit ihren lächerlichen drei Städten. Wie sieht es beim Herrschaftssieg bei Deutschland aus? Tja, ha, ha. Lachhaft. Ich siedle da, wo ich will. Ich lasse mir doch nicht von irgendwem sagen, wo ich meine Städte zu gründen habe. Ja, okay, Deutschland kann jetzt quasi nirgendwo mehr richtig gründen, ne? Ja, okay, das war vielleicht ein bisschen assi. Egal. So, dann macht ihr da noch einen Bauernhof hin. Dann gibt es da auch gleich direkt eine Handelsroute hin, sobald wir es können. Und dann modernisieren wir hier mal. Cavalry. Cavalry und Linieninfanterie. Das hat sich gereimt. Yeah. So. Wunderbar, das läuft. Armee modernisiert. Neue Stadt gegründet. Ja. Wir wurden auch wieder überholt. Okay. Wir müssen mal ein bisschen aufholen hier in vielen Punkten. Gold per Runde. Wie sieht's da aus? Vielleicht 4... Zwei Gold? Okay, komm. Machen wir wenigstens ein bisschen mit Handel ein bisschen Gold noch rein. Das, was wir jetzt für die Modernisierung der Armee ausgeben, holen wir wieder rein. So, das ist alles fertig. Dann machen wir jetzt mal Industrialisierung. Und bauen in St. Louis. Was braucht St. Louis? St. Louis braucht... Wohnraum, da kann ich aber gerade nichts dran ändern. Deswegen bauen wir mal ein Aquädukt. Da ist ein Bauernhof, wo ich... ein Aquädukt, sag ich schon, Campus. Baue ich den mal da hinten in der Wüste. Und ihr macht hier auch nochmal einen Bauernhof. Dann hat Denver schon mal genug Nahrung. Dann brauche ich mir dahingehend schon mal keine Sorgen mehr machen. Was ist hier los? Das kann uns egal sein. Haben wir nach Forschung aufgeholt? Ein wenig. Ja, okay. Gut, ich beende die heutige Folge dann aber auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, es mir mit einem Daumen nach oben zu zeigen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein kostenfreies Abonnement dalassen. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis dahin. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Tschüss.